Touchdown Unit oder kurz TDU ist ein mobiler Arbeitsplatz. Sie wird als versatiles und multifunktionales Möbel für hybride Lebens- und Arbeitswelten beworben. Die TDU wurde von Studio Glas aus Mailand designt und wird in den Typen At Work von Unifor und At Home von Multini ETC angeboten. Als ich die TDU 2020 entdeckt habe, war ich sofort überzeugt, denn ich habe lange nach einem Sekretär für mein Apartment in Zürich gesucht. Mein Traum war ein höhenverstellbarer Schreibtisch für den alltäglichen Papierkram, der unscheinbar in einer Ecke verschwinden kann, wenn er nicht gebraucht wird. Mein Apartment ist nämlich nicht für die Heimarbeit gedacht und ich habe keinen Platz für ein richtiges Homeoffice. Die TDU war aber gar nicht so leicht zu beschaffen und kostet ungefähr so viel wie eine komplette Wohnzimmerausstattung von IKEA. Das dürften auch die Hauptgründe sein, warum meine TDU die Seriennummer 36 trägt. Meine TDU at Work ist im schlichten Hellgrau gehalten, das sich bei Tageslicht kaum vom Weiß meiner anderen Möbel unterscheidet. Der Korpus ist vollständig aus Aluminium gefertigt und besteht aus zwei Prismenstümpfen zu beiden Seiten einer zentralen Säule. Darüber scheint die Arbeitsplatte aus satiniertem Glas zu schweben. Die TDU ist übrigens super schwer und lässt sich alleine nicht heben. Dafür hat sie Rollen, mit denen sie ohne viel Kraft zur gewünschten Position geschoben werden kann. Über einen Hebel ist die Arbeitsplatte stufenlos verstellbar. Dadurch verwandelt sich die TDU in ein Stehpult. Wenn man so wie ich höchstens 1,80 Meter groß ist, ist diese Höhe ideal. Die Arbeitsplatte kann genauso schnell, aber mit etwas mehr Kraft wieder in die Tischposition gebracht werden. Der linke Teil des Korpus lässt sich ausziehen und verbirgt zwei Ablagefächer. Weil das Öffnen dieses Fachs etwas Kraft benötigt, hat der Korpus eine kleine, praktische Griffrille. Außerdem lässt sich die Arbeitsplatte verschieben, sodass die Arbeitsfläche größer wird. Das Seitenfach lässt sich durch einen leichten Schubs schnell schließen. Noch mehr Platz bekommt man, wenn man den rechten Teil des Korpus herausdreht. Dieser Teil rastet höher und spürbar ein. Einmal offen ist alles sehr stabil. Die TDU fühlt sich dann wie ein normaler Schreibtisch an und bietet viele zusätzliche Ablageflächen. Im rechten Teil verbirgt sich bei der TDU at Work eine Tür, die durch einen Schlüssel verriegelt wird. Dahinter ist ein Fach, in das vier dicke Aktenordner passen. Von dem Schloss sollte man sich nicht täuschen lassen. Dieses Fach ist definitiv kein Tresor. Auf der Rückseite der TDU ist eine besondere Funktion versteckt. Die TDU kann optional mit einem USB-A und einem USB-C Ladeanschluss ausgerüstet werden. Das kostet zwar etwas mehr, lohnt sich aber definitiv. Die beiden USB-Anschlüsse werden von einem versteckten Akku versorgt, der bei Bedarf ein- und ausgeschaltet wird. Der Akku hat bei mir 3 Tage für die vollständige Ladung gebraucht und erst danach hat der USB-C-Anschluss richtig funktioniert. Klappt man dieses Teil noch etwas weiter auf, kommt eine EU-Steckdose und ein recht langes Stromkabel zum Vorschein. Mit dem Stromkabel wird auch der Akku der TDU geladen. Für die Schweiz braucht das Stromkabel jedoch noch einen Adapter und die Steckdose wird anscheinend nicht vom Akku versorgt. Mir gefällt diese Stromversorgung trotzdem sehr, weil alles schnell aufgebaut und nach der Arbeit wieder sauber verstaut ist.
Mit diesem Strommanagement lässt sich ein Laptop, ein iPad und ein Telefon ohne Kabelsalat mit Strom versorgen. Eine elegante Lösung für den Strom ergibt sich aus der Form der TDU. Wenn ein größeres Apple-Ladegerät in der eingebauten Steckdose steckt, dann streift es nicht am Korpus. Die TDU bietet einen schönen, flexiblen Arbeitsbereich, der problemlos auch in kleine Apartments passt. Genau so habe ich mir mein Homeoffice vorgestellt.